Irgendeiner mit dem Ball. Das ist hier echt. Du hast einen Ball. Du bist geimpft. 10 Infizierten, wir haben nur noch 15 Impfstoffe, komm schon. Die liegen zum garantiert hier in irgendwelchen Betten oder so. Okay, es ist die Art, wie sie laufen. Und sie haben zwischendrin irgendeinen Basketball oder was in der Hand. Es sind nur noch 9 infiziert. Irgendjemand einen Basketball in der Hand. Zufällig. Ist einfach nur glücklich. Du hast einen Basketball in der Hand. Was ist denn mit dir passiert? Was ist denn mit dir passiert? Alter Schwede! Oh Mann. Du läufst doch auch so komisch, oder? Ja, wusste ich's doch. Du hast die ganzen Leute hier angesteckt. Fast das ganze Krankenhaus habe ich jetzt geimpft. Oh Mann. Hier drüben sind sie noch nicht hingekommen, deshalb ist da noch nicht so viel. Es geht doch nichts über eine Dose Burp. Und jetzt gibt es Burp sogar in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mit 23% mehr Kohlensäure. Öffnen Sie den Mund und lassen Sie es krachen. Mit oh, es sind nur noch 5 Stück. 5! 25 Stunden am Tag. Das ist Radio 2Point. Okay, gut. Vier infiziert. Du. 3 infiziert. Komm schon. Irgendjemand einen Ball in der Hand. Zufällig.
Es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Es sind nur drei. Hast du? Nein, du hast auch nicht. Ah! Es ist fast das ganze Krankenhaus geimpft. Vertrauensvollen Hörerinnen und Hörer, ich bin Sir Nigel Bickleworth, Held der kulturellen Eliten, und ich bin hier, um Ihr Radio mit tiefen Einsichten und gutem Geschmack zu beehren. Der lag bis eben noch im Bett, alles klar, deshalb habe ich den nicht gesehen. Jetzt macht es Sinn. Deshalb habe ich den nicht gesehen. Zwei Stück noch. Der läuft normal. Sondermeldung. Oh. Der läuft auch nochmal. Es sind nur zwei infiziert. Die Frage ist, wer? Und ich brauche... Hier warten 9 Leute. So, das ist nötig. Done deal. So. Zwei Infizierte nur. Der ist hinüber. Wichtige Durchsage. Da. Kopierer dürfen nicht zum Klonen des Personals. Meine Güte. Einer noch. Einer noch. Alter Schwede. Ich hätte gesehen, wie Jumbo McNally, der geniale Geschäftsmann, heute unser Studio betreten hat.
Leider war es nur ein Pappaufsteller, mit dem sein in Kürze stattfindender Vortrag zur finanziellen Zukunft von Two Point County beworben wird. Ich habe mich bereits angemeldet, um seinen inspirierenden Worten zu lauschen. Und Sie sollten das ebenfalls tun. Da! Halt, stopp! Du! Ha! Ah, ja. Ach, hey, Jemine. Okay, jetzt können wir uns wieder um das Krankenhaus kümmern. Personal. Pause, macht Pause. Ach, hey, Jemine. Ein Arzt wird im DNS-Labor benötigt. So, ich glaube... Wir brauchen... Oh. Personal, was haben wir denn hier? In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Du. Arbeitest in der Psychiatrie, so. Wir müssen so langsam aber sicher mal Leute weiterbilden. Düdüm. So, der geht jetzt im Dingslabor arbeiten. Der macht jetzt Pause. Der macht Pause. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Einstellen. Wir sollten uns einen Arzt mit DNS... Oh, hier ist noch ein Psychiater. Das ist vielleicht nicht schlecht. Wenn wir noch einen Psychiater haben. Ja, ja. So, drei Leute noch. Und dann haben wir das auch. Das Sternchen. Ach was, machen die jetzt alle? Oh. Das Jahr ist fast vorüber. Okay. Was haben wir denn dieses Mal so erreicht? Oh. Oh, cool. Wunderbar. Das sieht man doch gerne. Was ist das denn? Psychiatrie. Kaiserkomplex. Wo ist der mit dem Kaiserkomplex? Den will ich sehen. Wo ist der Kerl? Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Spritzmeisters gerufen. Hast du? Nee, Diagnose benötigt. Wo ist der Kaiserkomplex? Wo ist der Kaiserkomplex? Oh, schade. Ich hätte gern den Kaiserkomplex gesehen. Benötigt. Wir brauchen so ein Streckhaus und wir brauchen noch mehr Diagnose. Oh, und ihr steht. Okay. Hier. Leute, setzt euch doch. Setzt euch doch. Es ist unglaublich viel los hier. Thank you.
Es ist so unglaublich viel los. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Das macht Sinn, dass die sich mit der Zeit füllen. So, brauch noch eine Tür. So, Tür dahin. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Gut. So viele Leute. Oh Mann, haben wir noch einen Arzt? Komm. Dann die. Klar, so komm. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Heiligsiers gebeten. Es will keiner in die Apotheke, deshalb werde ich diese Apotheke jetzt dahin packen. Richter verkauft. Wahrscheinlich Klimaanlage oder sowas. Egal. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Yay! Ein Rivale nähert sich dem Krankenhaus. Ach, ein Rivale. So. Instandhaltungsdurchsage. Dahin. Pflanzen benötigen Wasser. Dann dir. Bank. So, entspannen wir das Ganze mal. Personalherausforderung. Ausbruch einer ansteckenden Krankheit. Ja, komm, das kriegen wir hin. Wollen wir hoffen, dass unsere tapferen haben wir denn Stufe 3? Krankenhauses die Sache schnell in falls nicht, wollen wir hoffen, dass dieser Hubschrauber hier ganz schnell weggehen kann. Es gibt keine richtigen Pausen, sondern nur so möchte. Krankenpfleger wird ins Spritzenhaus gebeten. Möchte gern Pausen dahin, weil die Leute immer daran erinnert werden, dass sie hier Arzt sind. Und du musst umgehängt werden. Genau dahin. So. So. Topfschmerzen. Instandhaltungsdurchsage. Oh. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Ist das schon Stufe 4? Stufe 5? Das schon Stufe 5. Haha.